Wir haben ein Problem in der medizinischen Lehre. Die Entscheidungsfähigkeiten und Praxiskompetenzen bei Studienabgängern in der Medizin sind weiterhin unzureichend. Ein Großteil der Studienabgänger hält den Anteil an Praxislehre für zu niedrig und sie sehen sich für nicht gut vorbereitet für das Berufsleben. Dies gilt vor allem für Schwächen in der klinischen Entscheidungsfindung, Medikation und das Notfallmanagement instabiler Patienten. Im Rahmen unseres Projekts wollen wir nun einen neuen Weg einschlagen, um dieses Problem anzugehen. Und zwar wollen wir hierzu ein neuartiges Virtual Reality-basiertes Simulationstraining von Situationen mit Notfallpatienten nutzen und weiterentwickeln, bei dem der Schwerpunkt auf der schrittweisen klinischen Entscheidungsfindung in Differentialdiagnostik und Initialtherapie sowie dem Ausprobieren von Strategien in der Herangehensweise liegt.